Können wir vielleicht Wachstumsprozesse ein bisschen beschleunigen? Tatsächlich können wir das, wie es ausschaut. Dann steht schon was. Aus den Apfeln können wir bestimmt auch neue Gerichte machen. Und wie jeder gibt es keinen Bratapfel. Nur den hier verstecken. Da müssen wir wahrscheinlich länger spielen, damit da was wächst. Oha. Jetzt der Baum hier. Unglaublich, sagst du. Da drinnen bist du. Stella, dieser Baum ist so schnell gewachsen. Bin mir sicher, dass das zum Großteil an der Liebe liegt, wie du ihn geschenkt hast. Gesetze der Welt würden das jedenfalls zulassen. Aha, dieser Welt. Ich bin froh, dass der Baum nun ausgewachsen ist. Du weißt, dass er dir wundervolle Erinnerungen schenken kann. Stella, ich habe nachgedacht. Mein ganzes Leben lang musste ich mich um andere kümmern. Kochen, putzen und die Kinder versorgen. Sie sind ein wahrer Segen, aber ich hatte nie Zeit für Aufregung, Abenteuer. Ich dachte also natürlich nur, falls es nicht zu viel Aufwand ist. Und da wir sowieso die ganze Zeit über viel herumreisen. Und ja, und du vielleicht auf eine kleine Reise mit mir gehen könntest. Nur du und ich. Wir werden jede Menge Spaß haben. Das verspreche ich. Wird es mit der kleinen Botschaft Nordweiler? Da könnten wir, das könnte klappen, so wir hin können. Im Norden können wir schon hin. Wie ich gehört habe, sieht es dort aus wie ein Mensch, einen schwedischen Lieblingsroman. Oh, diese Bücher verschlinge ich geradezu. Wie du magst sie auch. Ich wusste doch, dass du Klasse hast. Ich habe gar nichts gesagt. Ja, wenn wir mal in der Gegend sind, könnten wir dort eine Zeit verbringen. Bestfortschritt. Reise nach Nordweiler. Ja, dann können wir sie mal voranbringen. Nordweiler. Das klingt nach einem Ort, wo wir hin können. Die anderen haben wir noch nicht. Können wir noch nicht hin. Nordweiler. Das muss ja wohl irgendwo im Norden liegen. Oder nicht? Nordweiler, hier. Da waren wir so schon. Dann fahren wir da mal hin. Gruß auf den Nordweiler. Der ist was, die Mühle ist das. Ist was fertig.
Reismehl. Aha. Und damit können wir jetzt was machen? Können wir da vielleicht die das Hühnchen frittieren? Gebratenes Hühnchen. Sieht hier irgendwas? Nein. Gut. Also mal gucken, ob hier irgendwas dazu steht. Mühle bauen, um aus Sonnenblumenkerne Olivenöle und Fette herzustellen. Sonnenblumen müssen wir pflanzen. Mhm. Und die Öl können wir dann mit den Sonnenblumenöl können wir dann mit den Dingen kombinieren. Mit den Hühnchen in den Ofen schmeißen. Mhm. Ich bin wirklich hungrig, weißt du? Das kriegen wir doch hin. Ein bisschen Milch reicht für dich. Oder auch nicht. Mhm. Dann Kaffee vielleicht. Ja, das ist der Setting mit Kaffee. Das ist hier Sonnenblumen. Das darf man auch Samen füllen. Lassen wir das mal wachsen. Wachsen schnell. Es ist Nacht. Aha. Was machst du denn, Schaf? Wir müssen auch noch ein zweites Gehege bauen, damit das Schaf hier nicht immer rumhüpft. Lassen wir gerade mal den Mais wachsen, damit ich hier vielleicht mal Sonnenblumen anbaue. Um die Quest dann auch endlich mal zu schaffen. Sonnenblumen, da brauche ich sogar sehr viel von. Okay, ich würde die Sonnenblume wachsen lassen, aber stehen wir, glaube ich, ein bisschen falsch. Die Katze, die da mitsingt, immer noch genial.
So ein dummer Wachsen. So ein dummer Wachsen so schnell. Verliebe ich mich da noch. Ich glaube, wir sind fertig hier. Sonnenblumensamen. Können wir gleich mal neue pflanzen. Die Samen, wir vermehren ja nur die Samen, vielleicht können wir die gleich benutzen. Ne, wir können nur Getreide benutzen. Hä? Und lieben nur Sonnenblumenkerne. Aber wie kann ich denn Kerne herstellen? Irgendwas falsch. Sunflower Oil. Sunflower Seed. Sekunde. Crusher. Wir brauchen einen Crusher, was auch immer das bedeutet. Ach, wir brauchen... Und ein Gebäude namens Crusher für. Ich glaube nicht, dass wir das schon kriegen können. Ist ja umständlich hier. Das versteht mal einer. Hier ist Crusher auf Deutsch. Jetzt kleinerer Pulsarbahn, keine Ahnung, wo wir das herkriegen. Eschenbrett auch keine Ahnung. Zinkbahn, okay, das wir brauchen Bolzen dafür. Und was ist morgens geworden? Sieht gerade so aus. Nacht durchgemacht. Sieht dabei im Apfelbaum nichts. Okay, jetzt wächst der hier. Äpfel trägt aber keiner. Mhm. Interessant. Was ist das? Nur Marmorkiste. Zum Satt werden bringen ist auch so eine Mission. Wir sind durchs Eis gerast.
Aha. Die beim Futtern zu. Zu scheren ist auch so eine irgendwie ein bisschen asoziale Nummer. Deswegen machen wir es gleich nochmal. Aufbruch ins Ungewisse, aha. Durchlesen Notfehler. Setzen wir die Endes-Quest fort. Wie belebend. Oh, Stella, vielen Dank, dass du mich hierher gebracht hast. Oh, atme die frische Winterluft ein. Und diese Farben. Meine Güte, ich fühle mich wieder wie ein kleines Mädchen. Oh, lass uns schon gehen. Ich kann es kaum erwarten, mir alles anzusehen. Okay. Dann tun wir das. Guten Tag, mein Herr. Ja. Ist das ein uralter Aufzugskorb aus Holz? Was für eine wundervolle Konstruktion. Ich hätte nie gedacht, dass ich jemals einen sehen würde. Weißt du noch? Mit so einem konnte Ansgar von Haralds Bande flüchten. Nein, weiß ich nicht. Ein typischer und eisiger Korb, der schon vielen jungen Draufgängern zum verstellten Verhängnis geworden war. Und natürlich war es für Ansgar ein leichtes, mit den Saphiren der Gräfin Gewand zu kommen. Ja, er war ein hervorragender Fassadenkletter. Oh, sieh mir mich nur an. Beim Gedanken allein falle ich fast in Ohnmacht. Ich denke, wir sollten einfach die Leiter benutzen. Achte auf die verschiedenen vereisten Stellen. Umi erzählt vom Krieg. Weißt du noch damals? Nein, Umi, ich bin nicht so alt. Bin danach geboren. Oh, und diese Statue hier mit den immer weißen Sträuchern. Genau, wie ich es in mir vorgestellt habe. Wie verblüffend. Erinnert sie dich nicht an den Schrein, an dem Ansgar Agneta die Saphira angeboten hat? Ich habe keine Ahnung, wer Ansgar ist oder was der gemacht hat. Ich hätte 100 Edelsteine angestohlen und mich 1000 Rohlinge gestellt. Und deine Schönheit nur eine Sekunde lang bewundert. Und deine. Ich kann nicht mehr lesen heute. Sorry. Und deine Schönheit nur eine Sekunde lang bewundert zu dürfen. Oh, wie romantisch. Und dann hat sie ihre Liebe gestanden. Und dann haben sie. Nur du weißt schon, wie es weiterging. In meiner Vorstellung war es allerdings nicht so kalt draußen. Aber Ansgar war auf jeden Fall heißblütig. Und deshalb gibt er auch mir dieses Gefühl. Ah ja. Wo soll es jetzt hingehen? Hier entlang. Oh, dieser düstere, windige Fleck. Genau wie das Gerüst, auf dem Ansgar und Harald sich dominierten. Was auch immer. Oh, ich sehe die Szene so klar vor mir. Mit dem Klang der Schwerter, das hundige Bellen der Ferne und die Pfeifen der Polizisten. Sogar der Rauch erinnert mich an den Bahnhof darunter. Und dann ein Glitzern im Schatten. Ein kleiner nadelartiger Dolch. Und gerade als Ansgar seinen Gegner
Kont entwaffnet hat, tritt die verräterische Agneta. Aus dem Schatten stößt Ansgar den Dolch in den Rücken. Wie hätte Ansgar auch wissen können, dass sie die Halbnichte des grausamen Haralds war? Das klingt sehr nach Hamlet. Das ist am Ende Sterbenhalle. Weiß Quick. Am Ende Sterbenhalle. Ende. Und als er die Kante erreicht, wirft er einen Blick über die Schulter. Und stellt fest, dass seine Gegner ihn umzingelt haben. Sein oder nicht sein, das ist hier die Frage. Es gibt keinen Ausweg für ihn und sie wissen, dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis sie ihn an Herzog Friedrich ausliefern können. Er ist Ansgars Zwillingsbruder. Sag ich, das ist komplett Hamlet. Das ist der Bruder, der ist auch verwandt, alles sind miteinander verwandt und bringen sich gegenseitig um. Das ist exakt die Story von Hamlet. Das ist Ansgars Zwillingsbruder, der schon vor langer Zeit auf die schiefe Bahn geraten war und Familientitel an sich gerissen hatte. Genau Hamlet. Doch Ansgar, elegant bis zum letzten Atemzug, hebt seine Hand zum Abschiedsgruß, lächelt milde und gerade als er vom Dampf der Lokomotive unter ihm eingehüllt wird. Cliffhanger. Autsch. Oh, was? Wo ist denn da? Nein, mir geht's gut, danke. Mir geht's auch gut, keine Sorge. Es ist nur, ich bin etwas müde. Gehen wir nach Hause, ja? Es ist nur, gehen wir. Und was ist passiert? Das will ich doch jetzt nicht mit diesem Cliffhanger lassen. Die größte jeden. Uff. Warte auf mich. Ich bin müde. Wärst du so nett, einer alten Dame zum Boot zu helfen? Oh. Jetzt laufen wir gemeinsam. Oh. Cool. Na süß. Das hat man doch gar nicht. Stützen wir sie. Oh, wie cool. Wie schön war das denn bitte? Aufgabe erfüllt. Ach, er schon wieder. Ich wollte etwas mit dir besprechen. Wir hatten viel Spaß auf unserer gemeinsamen Reise, aber ich kann dir nicht weiterhin folgen. Ist einfach zu anstrengend. Außerdem lohnt es sich nicht für eine alte Dame wie mich. Es ist nur, hat dir schon mal jemand gesagt, wie lügnerhaft du sein kannst? Bitte gib mir etwas Raum, ja? Du hast doch gefühlt, jetzt sag mal. Warum lässt du mich hungern? Jetzt sag mal. Wir sind hier heute alle. Also ich kenne Umarmung für Atul. Und gerne noch eine große. Das war Sonnenblumen an. So weisen wir es nächstes hin. Oxbury Schmiede können wir auch noch nicht. Und wir tun ein paar das Hühnchen. Bilderrahmen. Hier können wir nichts bauen. Oh, Äpfel sind gewachsen. Wir brauchen aber als nächstes
Taskfähig. Eigentlich ein Brit und Kufferbahn, das kriegen wir hin. Würde ich mal sagen. Brich nochmal wieder hier in diese Richtung auf. Einfach mal ihn ansteuern. Unterwegs sind wir auch schon Sachen. Ui, Äpfel. Jetzt will ich aber was versuchen. Reismehl? Mhm. Ich will auch versuchen. Das wollte ich nicht. Das Ahornsirup, aha, das wird nicht klappen. Obst und Gemüse. Ich habe so die Befürchtung, dass daraus wieder ein Obstteller wird. Und wieder wird jetzt ein Obstteller draus. Anstehenden Bratapfel will ich sehen. Sonst kann ich die Äpfel einfach so verfüttern. Dann brauche ich nicht zu kochen. Zu braten. Na komm. Länger Tool. Wirklich sehr enttäuschend. Aber es ist auch nicht enttäuschend. Gerade nicht. Meine Anfrage tiefer gelegt. Bewege alles Haus nach unten aufs Deck. Mhm. Hat sie nichts gesagt, aber okay. Haben wir verpasst zum Schick bekommen. Alles Haus, das war das hier. Da müssen wir ein bisschen rücken. Wollte ich erstmal hier hin. Hätte ich vielleicht das Sägewerk hier hinbauen. Wenn das echt etwas unpassend ist. Oh je, jetzt passt hier gar nichts mehr. Versuche das mal zu sortieren. Es ist aber unelegant. Mal das Sägewerk hier nach oben. Wie wär's damit? Ist hier aber eine Menge Platz zwischen. Muss ein bisschen umstrukturieren. Sie wird auf jeden Fall runter. Obstkarten können wir hier vielleicht nach oben packen.
Oh je. In Unordnung. Ein Atelier vielleicht hin. Oh je. Ein Schafstall hin. Ich das jetzt hier noch irgendwie kommt, platzieren könnte. Und ein bisschen Tetris hier. Das passt hier jetzt sehr gut rein. Deswegen lass das mal hier. Das Leitern-System ist jetzt dadurch halt komplett im Arsch. Wir könnten mal die Gehege stapeln. Ein Gwens Haus, ja, das ist jetzt eigentlich. Treppenverbindung hier. Was soll da zwischendrin? Macht die Treppe Sinn. Der Garten hier vielleicht dazwischen. Wenn wir die Gärten alle nebeneinander, das macht schon Sinn. Schafspferd hier hin. Das ist halbwegs, zumindest noch was aussieht. Thank you.
versucht hat, Leitern hinzusetzen, wo es nicht nötig ist. Wenigstens das Schwebeling im Sinn, so dann hochkommen. Das gefällt mir noch nicht ganz. Naja, die Ernest uns aber ganz schön durcheinander gemacht.